So, hallo, da bin ich dann schon wieder. Willkommen zur nächsten Fahrt. Also, ja, wir fahren natürlich ganz genau an der gleichen Stelle hier wieder los. Und passen wir jetzt auf, dass uns keiner reinfährt. So. Willkommen, wir fahren dann jetzt, aber so. Wir haben dann jetzt alles erledigt, was wir erledigen mussten. Ich bin jetzt erst richtig durchgeschwitzt. Wir liegen aber noch bei 29 Grad. Und wir fahren dann jetzt von Heidelberg aus über, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Ortsteil heißt. Auf jeden Fall über Dossenheim die Weinstraße hoch zurück nach Mannheim. Da muss ich nur aufpassen, dass ich rechtzeitig mitkriege, wo ich rein muss. Jetzt muss man nur einen kleinen Umweg fahren. Den Weg dann jetzt auch nicht. Ja, da rennt schon wieder einer bei Rot oder Ampel. Sag mal, macht ihr das auch alle? Auch wenn Autos kommen? Bei Rot über die Ampel rennen? Oder gehen, ganz gemütlich gehen ja die meisten sogar noch. Ja, da geradeaus ist das Europacenter. Ja, da rechts sieht man das auf dem, ich glaube man sieht es nicht. Ist das Diaz, auch ein nettes kleines Bistro-Café mit sehr netten Bedienungen. Kann ich nur empfehlen. Jetzt brauche ich meine Sonnenbrille wieder. Oh, ich bin durchgeschwitzt, das ist nicht mehr normal. Ja, wir fahren jetzt gleich über den Neckar. Im Prinzip auf die Weinstraße. Richtung Weinheim. Wir biegen aber vorher Richtung Mannheim ab. Dass man noch ein bisschen was aus der Gegend hier sieht. Wir haben ja so einiges zu sehen. Fahren wir über den Neckar. Auch trotz allem richtig was los noch. Hier rechts müssen wir jetzt fahren, wenn wir den Neckarstein abholen. Muss ich auch öfters hin, das ist hier auch immer grausam mit den Parkplätzen. Und dieses Brückenkopf-Parkhaus fährt man nicht gerne. Ist auch alles so eng drin. Da vorne rechts hoch war übrigens der Philosophenweg. Falls das jemandem was sagt, fragt mein Onkel mich immer nach, wenn er Heidelberg hört. Philosophenweg, da geht es auch irgendwo hoch zu irgendwelchen historischen Bauten.
sobald ich wieder mehr Zeit habe und das auch hinbekomme, gehen wir auf jeden Fall mal zum Schloss. Beziehungsweise fahren mit der Bergbahn da hoch. Das muss ich ja wahrscheinlich, das muss ich so lassen, alles aufnehmen. Das hat keinen Zweck, das live zu versuchen. Wenn hier nicht mal die Musik live durchhält unterwegs. So, ich hoffe mal, man hört ein bisschen was von der Musik im Hintergrund. Alles lizenzfrei. Läuft ein bisschen was im Hintergrund, dass wir uns nicht ganz langweilen. Das ist alles auch noch Heidelberg. Ortsteil, wie auch immer. Ja, das ist nicht so mein Ding. Diese ganzen Sachen zu merken. Ich kann euch jedes Restaurant, jedes sonst was, das kann ich euch ohne Probleme aufzählen. Aber die Ortsteile und ich bin ja froh, dass ich weiß, dass ich in Mannheim Käfertal wohne. Im Normalfall fällt es mir dann so oder so dann wieder ein, wenn ich es nicht mehr brauche, dann fällt mir das, fallen mir die Namen und alles wieder ein. Musste ich auch schon öfters mal rein und rausfahren, also wenn wieder alles andere verstopft war. Nee, ich muss gleich noch trinken. Ja, das was klappert, das ist wieder meine Arbeit. Das musste ich ja gerade abholen. Das ist dann bei diesen Straßenverhältnissen leider alles nicht so einfach. Zeit von der Straßenbahn begleitet und ihr fährt gleich auch durch ein Dörfchen oder keine Ahnung, was das sein soll, einmal so mittendurch. So, schon sind wir in Dossenheim. Ausgemessen habe ich das alle auch schon, also kilometertechnisch ist das vollkommen Schnurzpiepe, wie ich fahre. Das sind maximal 500 Meter Unterschied. Dieser Weg ist, glaube ich, sogar wieder noch etwas kürzer wie über der Autobahn, genauso wie
der Weg, den wir hingefahren sind über die Landstraße. Ist alles immer etwas kürzer wie über der Autobahn, aber meistens halt dauert es länger. Die Benzinpreise jeweils in den Videos. Da darf man ja auf den ganz alten Videos, wenn man welche findet, gar nicht gucken, was man früher nur so bezahlt hat. So, hier könnten wir jetzt zum Beispiel auch, hier könnten wir die Strecke, die wir gekommen sind, dann zurückfahren. War ich ja erstmal überlegen, ob wir hier rumfahren, aber wir fahren lieber. Das hier ist schöner. Schon sind wir aus Dossenheim wieder raus. Und wie gesagt, die Straßenbahn begleitet uns. Rechts sieht man schön auch die Weinberge, deswegen wahrscheinlich Weinstraße, stimmt. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Sieht man die überhaupt? Was sah man die? Ich hoffe mal, ihr hört mich überhaupt vernünftig. Eigentlich klappte es hier doch. Nee, ich weiß es nicht. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass das Mikrofon einfach zu weit weg ist. Aber ich bin ja hoffnungsvoll. Hauptsache, es
geklappt. So, hier wie man sieht, geht die Bahnstrecke dann eingleisig. Mal eben mittendurch. Heidelberg erlebt, da sah dann einer über die Straße, über die wir vorhin gefahren sind, sah auf der anderen Seite einen Parkplatz, wollte unbedingt sofort rüber, ja, und dann war der Hammer platt. Also auch ein Hammer hat keinen, oder Hummer oder wie auch immer man das ausspricht, hat keine Chance gegen eine Straßenbahn. Ich war drei Autos dahinter. Es hat gut gekracht. Die Straßen waren natürlich erstmal für längere Zeit ausgefallen. Hier ist wieder eine herrliche, freie Strecke. Ja, wie man sieht, Rennradfahrer müssen natürlich unbedingt auf die Straße fahren. Eigentlich 100, wir fahren aber, ja, wir haben die Verlängerung von Freitag. Wie langsam schaffen wir es zu fahren? So richtig schön vorsichtig. Da, jetzt sieht man es gut. Oh, und da kam ein Jaguar E-Typ. Müssten alle noch kennen von Jerry Cotton. Hier sogar noch Autoshow. Das ist doch auch mal was. Ja, ist jetzt das richtige Wetter und die richtige Zeit, um seine Autos mal wieder auszufahren. Ein bisschen Gassi gehen. Vor uns hat anscheinend Angst, dass er der Cobra reinfährt. Noch ein paar Meter vor uns. Es ist
halt, es dauert jetzt logischerweise länger, da wir ja irgendwie hierher kriechen. Großsachsen. Was kommt da? Nein, nur ein Maserati. Ach ja. Ah ja, hier geht wiederum die S-Bahn quer durchs Dorf. Und da kommt dann sogar eine. Ja, die kommt einem dann eiskalt auf der Fahrspur entgegen. Und da fährt sie wieder. Das wundert mich verdammt viel sehr, dass da nicht mehr passiert. Dann hofft, dass was passiert. Das Miramar, wer es kennt, wem es was sagt. Hier kenne ich meine Strecken. Verfahre ich mich ganz selten. Eigentlich meistens nur, wenn hier dann irgendwo eine Baustelle oder irgend sowas ist. Also hier rechts ging es dann zum Miramar. Großes Freizeitbad mit allem drum und dran. Muckensturm.
Wir fahren aber weiter Richtung Viernheim. Parkplatz dort nur halb so teuer war.
Ganze hier soll innerhalb der nächsten Jahre zur Allee gemacht werden und ab da hinten schon 50 sein. Komplett durch. Wie man sieht, die Leute fahren ja jetzt hier schon nicht 70. Also ich fahre dann ja nicht Punkt, ich fahre sogar etwas über 70. Ja, da rechts ist dann auch noch, da kommt noch Gewerbegebiet, glaube ich, hin von der ehemaligen Kaserne. Ich muss mal nachgucken, was die da planen. Also ich fahre jetzt um die 72, 73. Nur mal so am Rande bemerkt. Hier war allerdings bis vor ein paar Jahren auch noch 100. Sagen wir es mal so. Das wurde durch gewisse andere Umstände hier in 70 geändert. Und einige wissen das wohl bis heute nicht, dass hier 70 ist. Halt hier wieder, ja. Jetzt sind wir schon wieder hier. Ich habe schon wieder viel zu viel erzählt, viel zu lange erzählt. Ich wollte doch eigentlich schon an der Autobahn ausmachen. Ja gut, auf jeden Fall. Ich würde sagen, allen noch einen wunderschönen Tag. Das war Bitte tanken. Da muss ich da jetzt auch erst doch noch. Ja gut, dann fahren wir nochmal durch. Dann fahren wir jetzt erst noch schnell tanken. Okay, ist erst auf Reserve, aber trotzdem. Egal. Ganz auf knapp bis nach Luxemburg gefahren. Da konnte ich das noch ganz genau voraussagen. Und da hat dann kurz nach der Grenze hat der dann auch gesagt, so, jetzt bin ich auf Reserve, jetzt will ich langsam Sprit haben. Und Rebecca hat dann immer Panik gekriegt, dass wir nicht mehr ankommen. Aber da ich das ja genau wusste. Wobei ich wusste auch nicht, dass der angebliche 50 Liter Tank, dass 52 Liter reingehen. Also muss ja noch, und es war ja noch mindestens so viel drin, dass ich angekommen bin.